Hallo Leute, lang nicht mehr, habt lange, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, nicht wahr? Nun ja, ich wollte mich nur mal kurz zeigen, euch zeigen, dass es mir gut geht. Abgesehen davon, dass meine Haare ein bisschen länger sind, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ich hätte eigentlich gar nicht mehr vor, so ein Video zu machen, aber ich habe jetzt nochmal so ganz weit in die Vergangenheit geguckt und mich nochmal daran erinnert, wie das alles so wirklich angefangen hat. Und das hat alles nach den Weihnachtsferien, was für ein Jahr war das? 2010. Genau, die Weihnachtsferien zum Jahreswechsel 2010, 2011. Da hat das Ganze angefangen. Und ich kam aus den Weihnachtsferien zurück in die Schule. Ich hatte gerade wiederholt das erste Mal. Und ich kannte die Leute in der Klasse noch gar nicht so richtig. Ne? Ich war gerade, ne, neu in der Stufe. Zudem sieht man ja noch nicht mal jeden in der Oberstufe, ne? Weil man ja, jeder hat seine Kurse. Manchmal hat man mit jemandem gar keine Kurse zusammen. So, und dann kommen wir zurück in die Schule, oder ich komme zurück in die Schule, und dann hieß es, ja, ein Klassenkamerad ist über die Weihnachtsferien verstorben. Und ja, wir sollten jetzt alle mal unsere Gedanken aufschreiben und ne, was wir darüber denken und fühlen. Und dann gab es dann auch so eine Trauerzeremonie. Aber ich kannte den gar nicht. Ich habe den zwar irgendwie, ich hab das Bild gesehen, da waren Blumen und ein Bild von ihm mit so Kerzen, wie man das halt eben so macht. Aber ich habe den halt eben ich habe den halt eben so ein paar Mal auf den Gängen gesehen, aber ich wusste noch nicht mal, wie der heißt. So. Und warum erwähne ich das? Ja, das war einfach genau die Zeit, als das alles angefangen hat, wo die Lehrer angefangen haben, mich zu schikanieren, das habe ich schon alles erzählt, wo die falsche Antworten im Unterricht vorgetragen haben und dann im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass die da irgendwie absichtlich irgendwie falsche Sachen den Leuten erzählen. Die lachen alle so, die wissen, das stimmt alles nicht und ich soll die Prüfung nicht bestehen. Deswegen habe ich die Schule gewechselt, weil mir das alles ein bisschen komisch vorkam. So. Warum erwähne ich diesen Typen, der gestorben ist? So, ich kenne ihn nicht, aber als ich vor ein, zwei Jahren einmal mir schon mal gedacht habe, boah, diese ganze Schikane, das hört einfach nicht auf, bin ich einmal zur Polizei gegangen und habe einfach mal gefragt, hier, ich werde überall, egal wo ich hingehe, macht man mir das Leben schwer und auch meine elektronischen Geräte funktionieren sehr oft nicht. Ohne ersichtlichen Grund. Also ich werde auch irgendwie anscheinend auch gehackt. Und ja, was kann man da machen? Ja, ne, sehr schwer, sagt er. Ne? So, das sind so sehr vage Sachen. Ne? Ich sage, ja, aber wie kann das denn sein, dass so viele Leute irgendwie hinter mir her sind? Ich meine, sagt man mir irgendwas nach? Gibt es irgendwelche Gerüchte oder so? Was ist denn? Klebt irgendwas an meinem Namen oder so? Ne? Und dann ist er irgendwie an seinen PC, an seinen Arbeits-PC gegangen, der Polizist. Und meinte der so, ja, also über laufende Ermittlungen dürfen wir keine Aussagen machen. Ich denke so, was? Ich meine, was heißt das jetzt? Heißt das, es gibt eine laufende Ermittlung gegen mich? Und er dann so, ja, also wie gesagt, über laufende Ermittlungen dürfen wir keine Aussagen machen. Und das war das Einzige, was er mir gesagt hat. So, und jetzt denke ich mir, kann das zusammenhängen, der Tod von diesem Mitschüler, den ich gar nicht kannte, ich habe im Nachhinein herausgefunden, der ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und dieser Ermittlung und dieser ganzen Schikane, die dann genau damals angefangen hat. Also, ne, also ich muss ganz klar sagen, ich habe keine Ahnung, warum man gegen mich ermitteln sollte. Ich erinnere mich noch, ich erwähne nochmal, mein Bruder sagte mir damals in einem Telefonat, als er mich dazu bewegen wollte, in die Uniklinik zu gehen, wo er mir einreden wollte, ich hätte irgendeine Krankheit oder so, weil er da sich da irgendwelche Krankheitsbilder durchgelesen hat und meinte, das trifft auf mich zu. Meinte er ja so, ja, dann bin ich, als ich ihn so gesagt habe, wieso machst du das? Doch voll der Scheiß, wieso muss ich jetzt dahin? Warum meinst du, ich muss dahin gehen? Wieso drängst du unseren Vater dazu, mich dazu zu drängen? Ja, dann bin ich eben einfach nur eine weitere Person auf der Liste deiner Feinde. Als ich nochmal auf der Polizeistelle war, um etwas vermisst zu melden, hat mich der Polizist so richtig übel angeschnauzt. Einfach nur, dass ich da reinkomme. So einfach so, weißt du, so nach dem Motto, ich habe hier zu tun, weißt du? So. So, als ob ich nicht, weißt du, ich kenne meine Rechte, ich weiß, weißt du, die können mich nicht verunsichern. Auch wenn die mich anschnauzen. Ich weiß ganz genau,
dass ich hier überhaupt nichts irgendwie zu befürchten habe. Aber wenn jetzt irgendwelche Leute meinten, sie könnten an mir Selbstjustiz üben, ja, dann muss ich ganz klar sagen, das ist einfach so übel. Und einfach darüber nachzudenken, also mir macht das keinen Spaß, darüber nachzudenken, aber ich denke, das muss einfach mal gesagt werden. Das ist einfach so ekelhaft, das Ganze. Ich meine, ich habe nicht den Überblick, aber das muss so was richtig Krankes, Ekelhaftes sein. Und es müssen einfach so viele Leute menschlich versagt haben, dass das überhaupt möglich ist. Da muss sich irgendjemand so einen richtig blöden Witz ausgedacht haben. So gedacht hat wahrscheinlich irgendjemand, das wäre jetzt witzig zu behaupten, ich hätte den irgendwie umgebracht oder so. Wenn das jetzt damit zusammenhängt, aber ne, das ist so. Wie gesagt, der Typ stirbt, ich komme zurück aus den Weihnachtsferien und auf einmal geht diese ganze Scheiße los. So, ich denke, das ist auf jeden Fall mal wert, das mal zu erwähnen. Und ja, einmal habe ich bei der Stadt Köln angerufen, weil hier bis spät in die Nacht nebenan Renovierungsarbeiten gelaufen sind und ja, vom Festnetz, und ich denke, die Nummer ist auch bekannt, ne? Und dann sagten die bei der Stadt, aha, ja, wir sind hier gerade dabei, eine Bombe zu entschärfen, wir haben keine Zeit dafür. Dann lachen die da alle im Hintergrund und die legt einfach auf. Ja. Und ja, was gab's sonst noch, ne? Also, keine Ahnung. Also, man ermittelt offensichtlich gegen mich, obwohl ich einfach nur, bis diese ganze Situation, diese ganze Geschichte angefangen hat, das Einzige, was ich bis dahin gemacht habe, war zur Schule zu gehen und zum Wasserballtraining und sonst habe ich nichts gemacht. Das war mein Leben bis dahin und ich wollte nur mein Abi machen. Auf einmal fängt jeder an, über mich herzufallen, ja, um mich irgendwie nicht ernst zu nehmen. Anscheinend, ja, einfach über mich zu lachen. Ich habe das Gefühl, dass einer hat einen Witz gemacht, irgendjemand hat das ernst genommen oder die Leute fanden das einfach nur witzig, haben das rumerzählt und irgendwas ist so ein Selbstläufer geworden und keiner weiß so richtig jetzt, warum man mich fertig machen soll. Die finden das einfach nur geil, jemanden fertig machen zu dürfen und ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sogar die Polizei hält mich einfach so an, ohne Grund, fährt mir hinterher auf der Autobahn. Ich denke mir, so fahren die mir hinterher, gehe ich extra nach rechts, um zu gucken, ob die mir auch die Spur wechseln. Ich gehe vom Gas, die gehen auch vom Gas, ich fahre wieder ein bisschen schneller, die werden auch schneller, ziehe mich dann irgendwann ran. Ja, sie sind zickzack gefahren, ja, ist klar. Ich habe einfach nur gucken wollen, ob sie mir folgen. Aber ohne Scheiß. Also, diese ganze Kacke, die ist am Stinken bis zum Himmel und es würde mich echt wundern, wenn da jetzt am Ende nicht irgendwelche Köpfe rollen werden, ja. In den entscheidenden Positionen bei der Polizei, bei der Stadt, also bei den Behörden, öffentliche Ämter, private Leute, ja, also da haben offensichtlich so viele Leute menschlich versagt und mir war die ganze Zeit schon klar, dass das irgendeine große, miese Sache sein muss. Deswegen bin ich letztes Jahr so wütend geworden, deswegen musste ich in die Uniklinik, weil ich das die ganze Zeit geahnt habe und diese Leute haben das einfach ausgenutzt. Also, sollte nochmal gesagt sein. Ist möglich, dass das letzte Video gewesen ist, weil mehr habe ich echt nicht mehr zu sagen. Also, guckt mal, dass ihr das aufklärt, ne? Guckt mal, ob ihr da vielleicht nicht den Generalbundesanwalt einschaltet oder so und dass man hier alles aufräumt, was auch immer hier los ist. Also, gute Nacht.